alle Viere in der Luft. Das Markenzeichen von Manuel Reuter. Diesmal lässt er die Corvette Z06 auf dem ÖAMTC-Testgelände in Saalfelden fliegen. Amerikas Antwort auf die europäische Sportwagen-Elite im Expertentest. Gelbe Farbe als Warnzeichen. Wer diese Flunder auf der Autobahn trifft, sollte sich nicht mit ihr anlegen. Diese Armee spielt in einer Liga mit Porsche Turbo, Lamborghini Gallardo und Ferrari F430. Das Z macht den Unterschied. Gegenüber der normalen Corvette C6 hat dieses Teil 20 Kilogramm weniger und 108 PS mehr an Bord. Ach ja, und praktisch ist die Corvette auch noch. 600 Liter Kofferraum sind mehr als der BMW 5er Touring zu bieten hat. Aber wen interessiert schon das Gepäckabteil? Sieben Liter Hubraum und 512 PS suchen ihren Meister. Das ist schon geil. Das ist einfach geil. Vom Motor her meint man 8 Zylinder, 7 Liter, da geht nicht. Aber untenrum, hier ganz brav, kann niedertürig fahren im sechsten Gang. Kann aber genauso gut runterschalten und so ab 4, 4,5 liegt also richtig los und auch noch vom Sound dazu, also das ist schon verdammt gut. Da ist immer 4,5 und jetzt geht er vorwärts. Das ist schon geil. Das ist auch der Sound, da stellen sich die Härchen auf. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die sich jeden Tag, auch wenn du nur mal zum Bäcker fährst, sehr, sehr viel Spaß machen können. Mehr Leistung, mehr Fahrbarkeit brauche ich nicht, kann ich nicht umsetzen. Und da ist mir sehr egal, wie alt die Technik ist. Das, was rauskommt, das Ergebnis ist wirklich sensationell. Obwohl unter der Haube nur 2-Ventiltechnik steckt, ist die Z06 auch mit feinsten Zutaten garniert. Der 7-Liter-Motor ist gespickt mit Titanteilen, polierten Ansaugkanälen und einer geschmiedeten Kurbelwelle, um mit 637 Newtonmeter Drehmoment fertig zu werden. Ich kann in diesem sechsten Gang, der sehr lang ausgelegt ist hier auf der Autobahn, glaube ich, da bin ich bei 1200 Umdrehungen und cruise mit 80 entlang, ne? Dann komme ich natürlich auch zu Verbrauchswerten, die bei der Leistung mehr wie akzeptabel sind. 12 Liter sind im Durchschnitt machbar und auch am Limit ist die Z06 frei von bösen Überraschungen. Ja, ich dachte, die Corvette wäre bissiger im Grenzbereich, aber man kann mit der vielen Leistung über 500 PS mit dem wahnsinnig hohen Drehmoment vom 7-Liter-Motor auch sehr, sehr schön im Grenzbereich fahren, kann einen wunderschön driften. Du als Fahrer musst das ja fahren können und ich kann es handeln im Grenzbereich. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message. Was nützt mir in die ganzen Gimmicks, wenn ich es nicht umsetzen kann? Oder wie mir Rennfahrer sagen, das Auto ist einfach zu spitz. Trotz der Plastikhaut räumt die Z06 mit Vorurteilen auf. Das ist das Thema Karosseriesteifigkeit, das ist zum Beispiel hier über die Wellen rüber. Ne? Das Auto setzt hier sogar ab. Da bewegt sich nichts, da knistert nichts. Also auch da hat man einen sehr, sehr großen Fortschritt mittlerweile gemacht. Und wie angesprochen, die Wertigkeit ist sehr, sehr gut geworden. Wie gesagt, es gibt ein paar Kleinigkeiten zu bemängeln. Das Lenkrad ist mir zu groß. Und auch die Sitze haben für meinen Geschmack bei der Performance zu wenig Seitenhalt. Von 0 auf 100 in knapp 4 Sekunden. Spitze 320 km/h und ein Preis von unter 80.000 Euro. Es fällt schwer, sich nicht in die Z06 zu verlieben. Fahrbarkeit, Leistung, Fahrspaß. Und da ist im Moment die Corvette, glaube ich, speziell bei dem Geld einzigartig. Na dann spricht ja gar nichts mehr gegen die Z06.